Darum verstehe nur deine Muttersprache recht. Du hast so tiefen Grund darinnen, als in der hebräischen oder lateinischen. Ob sich gleich die Gelehrten darinnen erheben wie eine stolze Braut. Es kümmert nichts, ihre Kunst ist jetzt auf der Bodenneige. Der Geist zeiget, dass noch mancherlei wird mehr wissen und verstehen, als die klügsten Doktores wissen. Denn die Tür des Himmels tut sich auf. Wer sich nur selber nicht verblenden wird, der wird sie wohl sehen. Siehe, das Wort Barm ist nur auf deiner Lippen. Und wenn du sprichst Barm, so machst du das Maul zu und karrest hinten nach. Das ist die herbe Qualität, die umschleust das Wort. Das ist. Sie figuriere zusammen das Wort, dass es hart wird oder schallt. Und die bittere Qualität zerscheidet es. Das ist, wenn du sprichst Barr, so kirrt der letzte Buchstabe R und murrt als ein zitternder Ohr. Und das tut die bittere Qualität, die ist zitternd. Nun ist aber das Wort Barm ein tot, unverständlich Wort, das niemand versteht. Das bedeutet, dass die zwei Qualitäten, herbe und bitter, ein hart, dunkel, kalt und bitter Wesen sind, die kein Licht in sich haben. Darum kann man ihre Kraft außerhalb des Lichtes nicht verstehen. Wenn man aber spricht, Barm Herz, so druckt man die andere Silbe Herz aus der Tiefe des Leibes, aus dem Herzen. Denn der rechte Geist spricht das Wort Herz aus, der sich aus der Hitze des Herzens empöret, in welchem das Licht ausgeht und qualet. Nun siehe, du sprichst Barm, so figurieren die zwei Qualitäten herbe und bitter das Wort Barm. Gar langsam zusammen. Denn es ist eine lange, ohnmächtige Silbe von wegen der Qualitätenschwachheit. Wenn du aber sprichst Herz, so fährt der Geist in dem Wort Herz geschwind wie der Blitz hinaus und gibt des Wortes Unterscheid und Verstand. Wenn du aber sprichst, so fängst du den Geist mitten in den anderen zwei Qualitäten, dass er muss drinbleiben und das Wort formieren. Also ist die göttliche Kraft, die herbe und bittere Qualität sind der Salter der göttlichen Alma. Die süße Qualität ist der Kern der Barmherzigkeit, nach welcher das ganze Wesen mit allen Kräften
lässt. Die Hitze ist der Kern des Geistes, aus welcher das Licht fähret und zündet sich in der Mitte in der süßen Qualität an und wird von der herberen und bittern gefangen als inmitten. Darin wird der Sohn Gottes geboren. Das ist das rechte Herz Gottes.